Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des schönsten Podcasts im österreichischen Laufuniversums, dem Laufenden Decken Podcast. Ihr könnt uns bewerten und das solltet ihr unbedingt tun, nämlich einerseits auf iTunes und andererseits auf Spotify. Auf Spotify ist das ein bisschen komplizierter, aber ihr werdet das sicher rausfinden. Wenn nicht, schreibt es uns einfach. Wir helfen euch dabei, weil je besser wir bewertet sind, desto mehr Menschen kriegen das vorgeschlagen und je mehr das vorgeschlagen kriegt, desto mehr Menschen können unseren sanften Engelsstimmen lauschen. Wie ihr wisst, bin ich jetzt da nicht unbedingt der Mensch, der viel Aufwand betreiben will, um seine Ziele zu erreichen. Also um genau zu sein, bin ich meist ein bisschen faul. Und genau dafür gibt es AG1. Das heißt, ich kann mir jeden Tag in der Früh einfach einen Löffel AG1 in mein Wasser reinschmeißen, einmal ordentlich durchschütteln, trinken und ich habe einfach alles abgedeckt, was ich für mich so brauche. Ich habe dann mehr als 70 Inhaltsstoffe, die gut für mich sind und gerade jetzt im Hinblick auf so große Abenteuer wie in Innsbruck war AG1 ein super Partner für mich und also Ernährung grundsätzlich ist natürlich sehr wichtig, dass du eine ausgewogene Ernährung hast, aber du kannst über die Ernährung einfach relativ schwierig, wenn du nicht viel damit beschäftigst, deine vollständigen Nährstoffe zu dir nehmen und dazu ist AG1 eine wunderbare Ergänzung. Dementsprechend kann man da wirklich nicht viel falsch machen, das ist wirklich so mein täglicher Vitaminkick in der Früh und es hat einfach ganz viele Nährstoffe drinnen und gibt mir ein bisschen mehr Kraft, die ich für mein ganzes Training und für die Wettkämpfe brauche und es unterstützt einfach meine tägliche Nährstoffversorgung. Wenn ihr das einmal ausprobieren wollt, es gibt da jetzt momentan ein exklusives Angebot. Das heißt, ihr geht auf athleticgreens.com/laufendendeckend und könnt dort ein Abo lösen. Mit dem Abo bekommt ihr einen Jahresvorrat K2 und D3 plus 5 Travel Packs und ihr kriegt AG1 frei Haus geliefert. Den Lieferrhythmus könnt ihr beliebig anpassen. Und es gibt eine 60-Tage Geld-Zurück-Garantie, also wenn es draufkommt, schmeckt nicht, passt nicht, ist nichts für euch, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt das natürlich auch einmalig bestellen, allerdings den Vitamin D-Vorrat und die Travel Bags gibt es nur beim Abo-Abschluss. Aber am besten geht es hier zu athleticgreens.com/laufendendecken und probiert das einfach mal aus. Und desto mehr Leben können wir bereichern. Richtig. Wir sind ja quasi wie diese kleinen Zauberer, die diese Schriftrollen in die Hirne der Golems stecken und dann den Leben einhauchen, diesem Lehm. Also nicht, dass ihr Golems seid, aber ihr wisst, was wir meinen. Auf alle Fälle, neben der Bewertung habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns auch zu folgen auf allen möglichen Kanälen von YouTube, über TikTok, über Instagram, Twitter und Facebook. Das findet ihr alles auf unserer Webseite, die ihr bestenfalls auch in ihre, eigentlich macht das einfach zu eurer Startseiten. Dann geht nie was verloren. Und wenn ihr das dann ganz toll macht und dann infiziert seid, so voll und ganz von uns, dann geht's her und spendet auf Steady, Patreon, überweist es uns im Bar per Bitcoin. Zahlt uns eine Dankfüllung, wenn es wirklich reich seid. Wie auch immer ihr das machen wollt. Wir handeln auch in Rohöl. Ihr dürft es auch wieder Robert machen und uns mit Geld bewerfen. Richtig, und das funktioniert auch. Wir lobpreisen dafür Dinge. Sogar das Leitergebirge. Richtig. Oder ein Jordi, der wieder läuft. Aber nicht nur der Jordi läuft, sondern auch unser heutiger, jetzt hätte ich fast schon gesagt Stargast, und das stimmt ja irgendwie, also ein Drei-Star-Gast, also quasi wie beim Tanzen dieses Drei-Star-Abzeichen, weil er macht drei Sportarten oder er hat schon drei Sportarten hinter sich und in einer oder zwei ist er, steckt er mittendrin und in wurscht welcher ist er gut. Bei uns ist der Josef Schick. Auf Twitter kennt man als Pep 909, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist seine Startnummer, die hat er sich wahrscheinlich irgendwo eintätowiert.
Oder er ist einfach der 909. Pep gewesen auf Twitter, ich weiß es nicht. Du redest dich echt um Kopf und Kragen, oder? Wie kommst du aus dem wieder raus? Aus dem komme ich so wieder raus, indem ich jetzt einfach sage, war das deine erste Startnummer, die dein weiteres Laufleben geprägt hat? Und wie hast du zum Laufen angefangen? Hallo Pep. Hallo aus dem Schneiderraum. Das Interview mit Pep wurde schon vor einiger Zeit aufgezeichnet. Er ist leider danach an Covid erkrankt. Er hat es gut überstanden, es geht ihm wieder gut, aber es hat ihm in der Folge etwas mitgenommen. Unser Herz hat ja Auffälligkeiten gezeigt. Er ist auf dem Weg, zur vollständigen Genesung, aber das Race Around Austria 2022 ist für ihn leider nicht möglich. Das haben wir nur damals noch nicht gewusst. Auf alle Fälle, schaut auf euch, und wenn ihr nach einer Infektion bei der Nachkontrolle Ähnliches hört, vom Wettkampf ein Startverbot wegen Extrasystolen oder sonstigen Zeug kriegt, haltet euch bitte dran, wir wollen euch ja länger noch als Hörerinnen bei uns haben, und jetzt da viel Spaß bei der Folge. Ja, grüß euch. Pep kommt einfach vom Josef, ist ja Peppi quasi der Spitzname und so, und ja, darum haben wir das einfach, und die Zahlen dazu waren nicht einfach wie damals, früher, aus Zeiten im Internet, da tut man irgendwelche Zahlen dazu dann zum Namen, damit es halt cool ausschaut oder keine Ahnung was. Also, es ist keine Startnummer. Oh, also 666 war schon vergeben, hast du gedacht, 909. Ja, genau, das hört sich cool an oder wie auch immer. Ja. Und zu den drei Sportarten gehört dann gleich mal betont, dass das, es sich nicht um Schwimmen handelt. Nicht, dass wir da jetzt die Hörer auf die falsche Fährte bringen. Das ist ganz wichtig. Das ist, Peter, das hast du vergessen. Das habe ich wirklich vergessen. Also Asche auf mein Haupt. Also ja, du bist kein Triathlet, das muss man ganz fix einmal festhalten. Aber okay. Die anderen Sportarten, die da im Triathlon dabei sind, da bist du schon dabei gewesen. Deine erste Leidenschaft war ja, soweit ich das weiß, Laufen. Ja, genau. Ich habe eigentlich irgendwann einmal ein bisschen mit dem Mountainbiken angefangen, einfach nur damit man ein bisschen fit wird. Und das Mountainbiken hat aber dann irgendwann über den Winter dann nicht mehr so funktioniert, weil ja, Winter ist kalt und so. Dann habe ich ein bisschen zum Laufen angefangen. Das Ganze halt regelmäßig, und das hat halt, war am Anfang auch richtig mühsam. Also war definitiv kein Naturtalent. Ich bin da richtig langsam dahin gelaufen und erst einmal 5 Kilometer oder nur weniger. Und immer geschwitzt und roten Kopf und alles und Rückschläge gehabt. Am Anfang zum Doktor gegangen, der hat gesagt, ah, das ist ein Knorpelschaden, das schaut schlecht aus, das geht operiert. Und so, wie ich halt ein bisschen mehr gelaufen bin. Und aber trotzdem habe ich mich nicht unterkriegen lassen davon und irgendwann einmal beim ersten Volkslauf mitgemacht. Und von wann reden wir da? Das war 2009, glaube ich, war meine ersten Volkslauf, irgendwo so in Linz, irgendwo den Viertelmarathon da, Feuerwehr läuft. Und das war die 10 Kilometer. Und dann halt über den Sommer wegen all die Volksläufe bei uns in der Umgebung, im Bezirk Vöcklabruck, da gibt es wie so Volksläufe, so bergauf, bergab und so 10 Kilometer, 5 Kilometer, so in der Kategorie. Dort regelmäßig mitgelaufen und hat jetzt viel Spaß gemacht. Man lernt dort da viele Leute kennen und das ist ja halt nicht nur das Laufen selber, aber halt einfach das Ganze drumherum hat richtig Spaß gemacht. Und dann irgendwann im Herbst dann in Bad Ischl, in Kaiserlauf, meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und da habe ich dann zufällig auch, oder im Nachhinein habe ich dann zufällig auch an der Gunther, ist dort auch ein Halbmarathon gelaufen. Der Gunther, was auch schon mal bei euch im Interview war. Der Gurasel quasi. Ja. Und dadurch bin ich dann auch auf Twitter gekommen. Und dadurch hat halt irgendwo die ganze Connection da halt ihren Anfang genommen. Da lernt man halt dann irgendwo das, oder das, verknüpft man sich ja mit Leuten, das die was man halt. Das Beispiel der falschen Freunde. Ja, genau, die was halt. Der Gunther hat dann einen Demeter kennt und da haben wir sie dann halt auch zusammengeschrieben und so Läufe verabredet und so weiter. Und dadurch sind halt immer wieder, sind halt eigentlich gute Lauffreundschaften oder Freundschaften zusammengekommen mit den Sachen und halt auch in alle Richtungen hat sich das dann erweitert. Ja, und ihr seid ja alle nicht weit voneinander entfernt. Ja, genau. Gunther ist aus Linz und Demeter aus Linz und nur ein paar Leute waren da dann aus der Umgebung. Das und eben, man hat sich austauscht über die Läufe, was jetzt so los ist. Und ich habe jetzt dann, ja, 2009,
2009 meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Da ist mir recht gut gegangen. Da habe ich gesagt, ich will unbedingt einen Marathon laufen. Das war dann eben im 2010 quasi der Wien-Marathon. War mein erster Marathon. Davor hat er fleißig trainiert mit viermal in der Woche laufen und Intervalltraining ein bisschen und Halbmarathon nochmal gelaufen in Thermenmarathon in 1,26 oder so. Habe ich gesagt, ja, dann muss ich unter 3 Stunden rennen beim ersten Marathon. Nichts leichter als das. Ja. Nichts leichter als das. Also halt sehr ehrgeizig und motiviert. Und dann haben wir natürlich gleich ein paar Leute schwerstens davon abgeraten, ja, das darfst du da beim ersten Marathon so schnell angehen und so. Und das wirst du bitte bereuen. Und es war richtig hart, aber es ist sich ausgegangen, dass ich knapp unter 3 Stunden geblieben bin beim ersten Marathon. War natürlich ein riesig tolles Erlebnis. Auch wenn es der Wien-Marathon war, der war ja von manchen nicht ganz so toll gefunden wird, aber war damals trotzdem ein tolles Erlebnis. War aber auch mein einziges Mal, dass ich in Wien gelaufen bin. Aber ja. Zu Recht. Ich glaube, der Wien-Marathon, wenn man den ersten Marathon hat und dann noch immer weiter läuft, ich glaube, dann ist man einfach dem Laufen so richtig dedicated. Dann sagt man einfach, okay, das ist mein Ding. Sogar nach dem Wien-Marathon laufe ich weiter. Und ich meine, du bist ja das Ganze recht, du hast zwar keinen Trainer gehabt, aber du bist das Ganze doch recht strukturiert schon angegangen, oder? Du hast ja schon immer Trainingspläne gemacht und die dann irgendwie auch relativ rigoros verfolgt, oder? Ja, Trainingsplan eigentlich nicht direkt. Ich habe mir halt ein bisschen eingelesen in die Bücher da, Stephanie-Bücher oder es gibt ja noch ein paar verschiedene Bücher oder halt auch in die Internetforen da halt gelesen, wie man halt trainiert und so und halt dort immer wieder was abgeleitet davon und halt wegen so eine Trainingsstruktur habe ich schon gehabt, aber einen Plan direkt habe ich nie ganz konkret befolgt. Ich habe schon mal gemacht, am Dienstag Intervalltraining, Donnerstag Tempolauf und am Sonntag oder am Samstag halt einen langen Lauf. In der Struktur habe ich schon trainiert, aber jetzt so richtig noch irgendeinen Plan oder noch einen Trainer habe ich nie trainiert, weil ich wäre dann, wenn ich sage, ich habe jetzt dann den Tag weniger Zeit oder mir geht es auch den Tag nicht so, dass ich jetzt viel Tempo putzen will, dann habe ich das ja nicht gemacht. Aber schon, ich wäre ein bisschen noch Struktur trainiert und so. Das hat sicher geholfen, eben, dass man weiß, ja, was man tut. Ja, Plan war jetzt gar nicht so gemeint, dass du wirklich dich hinsetzt und irgendwie die Woche davor oder für die 2-3 Wochen wirklich schreibst, sondern Argument, dass du eine Struktur hast und das ein bisschen, wenn ich an Nichtplan denke, dann denke ich an den alten Peter, der quasi 4 Tage lang nichts macht und dann wenn wer anderer sagt, Peter, geh mal laufen, dann geht er halt einmal einen langen Lauf mit ihm laufen. Also, aber ich sehe schon, dass du eine Struktur hast, halt dir selbst überlegt und sich ein bisschen spontan und mit ein bisschen Flexibilität, aber schon durchdacht, sagen wir so. Ja, aber es war natürlich auch in den Anfangsjahren oder in den Anfangsjahren habe ich natürlich auch im Nachhinein gesehen schon sehr, sehr viel gemacht, eben gerade auch dann noch Marathon wieder Volksläufe den ganzen Sommer über. Dann eben der 2. Marathon war dann der Wachau-Marathon. Da wollte ich dann, nachdem ich ja so schnell war beim Wien-Marathon, wollte ich dann gleich auf 2 Stunden 50 anlaufen. Das ist aber dann halbwegs in die Hosen gegangen. Also halbwegs, bin trotzdem noch relativ gut ins Ziel gekommen, aber halt, es war die 2. Hälfte sehr, sehr mühsam zum Laufen und es hat ein bisschen eine Demut quasi. Da wollte ich nur mal einen Halbmarathon wesentlich schneller laufen, aber dann habe ich auch gemerkt, es geht einfach nicht, dass man sich da gleich wieder um 10 Minuten verbessert oder so. Und dann habe ich 2:11 bin ich dann noch einen Linz-Marathon gelaufen. Meine langsamste Zeit und meine einzige Marathonzeit über 3 Stunden, mit 3:12, da habe ich vorher ein bisschen eine Bronchitis oder irgend sowas gehabt und da bin ich ziemlich eingegangen beim Linz-Marathon, also mit Gehpausen in der 2. Hälfte und so. Ja, also ist sich Learning by Doing, was man halt nicht tun soll und so. Dann habe ich mal 1-2 Jahre lang ein bisschen Pause gemacht. Mhm. Bist du da irgendwie datengetrieben schon gewesen, dass du geschaut hast, wie schnell laufe ich, welche Herzfrequenz habe ich? Oder war das einfach so, wie fühle mich und ich probiere es einfach aus und habe halt grundlegende Struktur in mein Training drinnen. Naja, das mit den Daten hat mich schon immer sehr interessiert. Ich habe da hat es ja das mit den GPS-Uhren am Anfang auch noch nicht so gegeben. Da habe ich mir dann am Anfang hab ich irgendwie so eine Sunto-Uhr gehabt mit so einem Fußsensor und Herzfrequenzsensor.
Und dann ist mir das rausgekommen mit den Handys, mit den Nokia-Handys und mit den GPS-Maus dazu verbinden mit Bluetooth und dann zeichnet sie die Strecken auf. Da hat so ein Sport-Tracker, hat das geheißen. So App, App war das schon, also Online-Seiten und auch mit dieser Community dazu und so. Und das hat mich schon immer sehr interessiert, auch mit den ganzen Verbindungen und so. Und nachher hat es dann die Handys gegeben, die was an GPS eingebaut haben. Da hat man das Handy da am Oberarm, habe ich das dann oben gehabt. Da war ich auch einer von den ersten, die was so komisch aneinander gelaufen ist damit. Da hat man natürlich das Ganze über relativ schlecht ablesen können, wie schnell das mal gelaufen ist, aber so bin ich halt meine ersten Läufe oder am Marathon, glaube ich, auch damit gelaufen und so. Das war schon irgendwie spannend, das mit dem Computer, GPS und so. Wenn man vorbeilaufst oder wenn ein Radlfahrer kommt, so, Entschuldigung, könnten Sie mal sagen, was da steht, wie schnell ich bin? Ja, genau. Ja, das waren natürlich die Anfangssachen von dem Ganzen, aber das war schon irgendwie spannend, das Ganze dann übertragen eben auf diverse Plattformen oder so und so weiter. Das war schon immer sehr interessant, eben zum Vergleichen oder eben zum Auswerten dann auch. Ja, ich meine, du bist ja dann, ich sage mal, aufgrund von falschen Freunden ja durchaus nicht nur beim Marathon geblieben, sondern bist ja auch weitaus länger gelaufen. Und in den Wald abgebogen. Ja, quasi, und auf den Wald und auf die Berge, wenn man eigentlich genau ist. Aber hatte ich dann sowas wie ein Trainer oder da irgendwie ein bisschen mehr Hilfe gar nicht interessiert, oder hast du dich mit dir selbst immer und mit deiner Datenauswertung gut zurechtgefunden und gedacht, das brauche ich eigentlich nicht, weil das nimmt mir nur Flexibilität? Dass man einen Trainingsplan oder einen Trainer oder sowas, ja, nein, das wollte ich eigentlich nicht, weil ich eben arbeitsbedingt oder halt einfach, man wollte keinen fixen Trainingsplan nicht haben, den was ich dann absolvieren muss, sondern einfach ist sich, wie man es halt selbst am besten reinpasst und so und wahrscheinlich, ja, das ist aber, ja. Ja, ich habe dann schon einige Jahre, habe ich dann das mit Marathonlaufen noch an die Spitze getrieben, quasi für meine Verhältnisse halt. Irgendwo 2013, 14 eben für Volksläufe, Halbmarathon und so und so gelaufen und 2014 war dann eben mein großes Ziel da, eigentlich der Linz-Marathon im Frühling oder so. Und da habe ich mir aber dann die Achillessehne beleidigt. Beim Training. Also das ist schon mal angegangen, weil man einfach so trainiert ohne Zwing, Entlastung und so weiter. Und auf das Aufi habe ich mir dann Rennrad zugelegt. Also das ist schon mal die zweite Sportart quasi geboren worden. Und dadurch habe ich halt viel Umfänge quasi am Radlklimmen gemacht. Und dann habe ich aber im Herbst oder im Sommer dann so ein Laufcamp gemacht mit Laktatmessung und so weiter. Ein Trainingslager oder? Das waren ein paar so Laufcamp-Tag, so 4 Tage am Fuschelsee. Also betreutes Laufen. Ja, genau, vom eher bekannter Trainer, der Wilhelm Lilge, hat das veranstaltet mit ein paar Hobbyläufer. Und das war eigentlich schon für mich schon einmal eine große Hilfe, wo ich gesehen habe, wo man noch Defizite hat, wo man noch da, was da zum Beispiel rausgekommen ist, was glaube ich eh viel Hobbyläufer so geht, ist, dass man immer im gleichen Tempo dahin läuft. Man läuft nicht schnell genug und auch nicht langsam genug. Also die langsamen Sachen langsamer laufen, also vom Pulsbereich und auch vom Tempo her, und die schnellen schneller laufen. Dass das viel differenzierter ist. Oder dass auch bei einem Intervalltraining zwischen der Pause und zwischen den Intervall sollen da schon 40 Schläge Unterschied sein. Nicht jetzt nur schnell, ein bisschen langsam, sondern richtig das und halt ein paar so Sachen. Und auf das auf habe ich dann nochmal stark meine Zeiten verbessern können. Eben auf dem 10er, auf dem Halbmarathon auch. Und da ist mir dann beim Berlin-Marathon in 2014 eben eine richtige gute Zeit gelungen und das waren dann 2 Stunden 46. Also von dem war eigentlich schon richtig, richtig gut und war Berlin-Marathon ist sowieso ein irrsinnig tolles Erlebnis zum Laufen. 2:46, wenn man das einsortiert, das ist ein bisschen unter den Viererschnitt, oder? Ja. Was ist das? 3,55? 3,57? Ja. So irgendwas in die Richtung müsste das sein. Irgendwas in der Art, es ist durchaus flott. Unter 2,50 quasi war ein wenig unser Ziel. Und ich glaube 2,50, 2,51 ist so ein Viererschnitt, wenn ich mir jetzt da nicht ganz gefühlt bin. Ja, genau. So in der Art.
Und jetzt muss ich gerade überlegen, ob das dann 2014 kurz drauf auch noch mal war. Da bin ich, dann haben wir dann die grandiose Idee gehabt, eben der Demeter. Hat dann geschrieben, rennt in Frankfurt der Marathon. Eben das war dann 4 Wochen noch ein Berlin-Marathon. Ob ich da mitfahre oder wie auch immer, wie die 2,45er Marken knacken am Marathon. Und natürlich gleich zugesagt und dann bin ich halt 4 Wochen später nochmal im Marathon gelaufen. Ist sind natürlich nicht ausgegangen, weil die Regeneration ein bisschen zu knapp war, aber es war trotzdem, glaube ich, 2,47 oder so. Bei dem Meter, glaube ich, ist sie auch knapp nicht ausgegangen oder so. Aber es war halt eine coole Aktion. Miteinander rausgefahren. Frankfurt Marathon, muss man einmal gesehen haben, ist auch cool. Und zwei Marathons in einem 3,55 bis 4er Schnitt innerhalb von ein paar Wochen überprügeln. Ob das so eine schlaue Idee ist, das ist halt echt dahingestellt, gell? Ja, sieht man erst einmal, wie sehr da noch so ein Marathon reingeht. Also der macht sich dann schon ordentlich fertig. Also ein Straßenmarathon halt auch einfach wirklich durch diese völlig gleichförmige Bewegung halt, glaube ich, einfach auf dem Körper nochmal ganz anders hinprügelt wie ein Berglauf. Ja, das sicher. Aber es ist, wenn man am Marathon sich gut einteilt und nicht so eingeht, dann ist man von der Regeneration oder dann fühlt man sich nachher schon auch schneller wieder fit. Es ist natürlich trotzdem, braucht man eigentlich die Pause, aber man hat nicht so das Gefühl, dass man es komplett ausgelaugt ist, wenn man die letzten Kilometer so dahin schleicht oder was. Sondern wenn es, wie es mir eben gelungen ist, dann hat das schon gut funktioniert. Ja. Hast du dann irgendwann einen Halbmarathon auch nochmal? Also, wenn das deine schnellsten Marathonzeiten waren, dann war ja Marathon offensichtlich für dich so ein bisschen abgehakt, oder? Mit ja, dazwischen bin ich okay. Halbmarathon auch wieder gelaufen, eben zur Vorbereitung und so weiter. Mhm. Und war dann schon einmal das Ziel unter 1 Stunde 20. Das ist sie dann auch ausgegangen. Ich glaube sogar in Bad Ischla mit einem 1 Stunde 20 ist auch so eine Marke, was eben oft schwarz und knacken ist und so. Mhm. Und Überraschung. Ja. Das ist auch ganz schön schnell. Und auch bei den 10er war es auch eine ganz schöne Challenge, dass man sich da nochmal verbessert und so, aber das ist dann über im Marathon-Training. Naja, du bist beim 10er wahrscheinlich bei einer 33 umeinander geguckt, oder? Nein, so schnell nicht. Auf 34, 15 oder so war dann meine Bestzeit. Wenn ich beim Stadtlauf, also das. Ja. Das ist schon ganz gut gewesen. Und ja, es war da haben wir noch ein bisschen was zu trainieren, damit wir da annähernd in die Richtung kommen. Da ist noch Luft nach oben, ja. Das war halt definitiv das 2014er Jahr, wo ich richtig viel gelaufen bin und eben dann das 2015er Jahr, wo ich noch richtig viel gelaufen bin, eben auch im Winter dann trainiert. Also auch den ganzen Winter, eben, darum war ich ja nie auf die Idee gekommen, dass ich im Winter irgendwas anderes tue. Oder auch im Sommer eben war eigentlich das Laufen schon meine Haupttätigkeit. Also da sind schon richtig viele Kilometer zusammengekommen mit dem Laufen. Und auch eben nur in erster Linie auf der Straße. Und eben 2015 bin ich dann im Linz dann nochmal Marathon auf Bestzeit gelaufen. Und das war eben dann 2,45, 30 oder 32 oder so. Und dann bin ich ein bisschen auf die Berge umgestiegen quasi. Eben, da gibt es eben den wunderschönen Traunsee-Bergmarathon da bei uns in der Umgebung. Also der führt eben rund um den Traunsee, über ein paar schöne Berge und dann eben auch einen Traunstein mit einem Klettersteig und so. Hat ja eigentlich ein voriger Gast, die den letzten gewonnen, oder? Die Esther. Ja, genau. Den Kuna, die Esther Bellhofer hat ihn gewonnen, ja. Genau, und da bin ich eben 2015 auch mitgelaufen auf der Halbdistanz. Also die einfachere Strecke, die läuferische Strecke, die geht eben von Ebensee nach Gmunden. Da rennt man eben nicht über den Traunstein, sondern nur über den Feuerkugel und der ist eben leichter zum Laufen, mehr oder minder. Und dann die restliche Hälfte ist dann auch viel laufbarer. Und da ist mir eigentlich auch richtig, richtig gut gegangen. Haben wir sich durch das, dass wir ja in der Nähe wohnen, die Strecken vorher schon mal angeschaut und da gut vorbereitet drauf und eben vom Laufen her eben nur eben das Marathon-Training und alles in die Füße gehabt, also richtig schnell laufen können und da bin ich tatsächlich
für mich doch auch überraschend als Erster ins Ziel gekommen. Also die ersten paar Berge auf und dann immer mal zurückgeschaut. Bin jetzt wirklich Erster, ich kann es fast nicht glauben, dann ein paar überholt, ja, die haben dann aber den Langen gemacht und so. Und da vorne ja irgendwo ein Zielbanner dann gewesen da beim Türenlauf und so. Und fast nicht glauben können, dass ich da als Erstes einlaufe. Ja, das war schon eine überwältigende Geschichte. Ja. Mit denen habe ich nicht ganz gerechnet. Es war ein richtig, richtig heißer Tag auch. Und aber das hat mir eigentlich ziemlich taugt. Ist das ein Bergmarathon, ist das ja auch so eine Traditionsgeschichte? Also so wie, was weiß ich, die Feitsch, Kainach, Ötscher. Also ist es eine traditionelle Geschichte, dass ein Bergmarathon halt wirklich kommt? Und nicht quasi ein Ding, das schon gegeben hat, bevor es Trailrunning gegeben hat? Auf alle Fälle, ja, ja. Den gibt es schon richtig lang einen Bergmarathon. Wie lange müssen wir jetzt nachschauen, aber der hat eben damit begonnen, dass sie ihm gesagt haben, wir wollen innerhalb von 24 Stunden rund um den Traunsee über die Berge und die müssen sich die Leute, die Stempel anholen irgendwo in die Gasthäuser oder so oder in die Hütten oben und wer hat das dann geschafft und das haben sie dann gleich wesentlich schneller, als wie es am Anfang die Veranstalter geglaubt haben, geschafft auch. Und da hat es noch, glaube ich, gar keine Traillaufschuhe gegeben und so. Das war noch alles vor der Zeit. Aber daraus hat sich das Ganze dann entwickelt. Und ja, und die letzten Jahre ist ein riesiger Event geworden, auch mit eben viel mehr nur auf das Traillrunning und so. Aber es ist halt eine richtige Veranstaltung für alle Art von Teilnehmern. Also es sind auch einige dabei, die was das nur gehen und halt den ganzen Tag Zeit haben dafür. Also man startet um 3 in der Nacht. Und man hat bis 9 Uhr am Abend oder so ungefähr Zeit. Aber es ist ja trotzdem eine irrsinnige Leistung, was du das überhaupt da gehen kannst, da rund um die ganze, weil es sind schon richtig steile Sachen dabei, rauf und runter. Und eben die Länge ist halt mit 62 Kilometer oder so schon auch richtig weit. 68 steht da, 68 oder? Mit 4 und vor allem 4650 Höhenmeter, das ist schon ganz schön ordentlich. Weil ja, das ist ja, ja. Es ist ein bisschen länger wie die Feitsch. Aber es ist halt doppelt so viel Höhenmeter, mehr als doppelt so viel. Ja, und ich habe gerade nachgelesen, 1989 ist das Ganze das erste Mal diese Idee aufgekommen. Und es sind tatsächlich schon 42 Leute mitgegangen und mitgelaufen. Und der erste ist nach 8 Stunden 55 im Ziel gewesen. Und die Veranstalter waren verwirrt, weil sie haben geglaubt, nach 16 Stunden kommt er. Ja, 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 genau. Knopp. Da war einmal ein Trailrunning-Magazin, also wo einmal ein Bericht dazu, ja. Und steht der Name dabei, was den Bericht geschaffen hat? War das der Leitner Lois? Ich glaube schon. Wer den ersten? Alles Leitner, ja. Ja, genau. Passierten zeitgleich Wolfgang Kölblinger aus Traunkirchen und alles Leitner. Sind ins Ziel, gleichzeitig ins Ziel kommen. Ja, das noch ist 8 Stunden 55. Das ist ein echtes Urgestein der Leitner Lois. Es gibt auch, wenn du auf der Seite bist, dann ein Foto dazu, das genauso ausschaut, wie man sich das vorstellt. Bergmarathon Ende der 80er. Ja, genau. Ist jedenfalls ein richtiger toller Bewerb und so. Und eben die Höhenmeter kommen jetzt schon zusammen. Für alle, die nicht wissen, wie der Demeter ausschaut, der Triathlon-Tag, schaut euch einfach das Foto der Geschichte des Traunsee-Bergmarathons an. Der ganz linke Turten von 1989, die Richtung stimmt, auch von der Hosenlänge. Aber du bist diesem Lauf dann auch tatsächlich ein bisschen treu geblieben, gell? Ja. Weil du hast jetzt ja drauf dann die lange Distanz gemacht. Ja, genau. Aber da war also noch 2016. Da war dann noch was dazwischen. Da habe ich 2015 habe ich schon ziemlich viel trainiert auch und mir aber dann die erste wirklich grobe Verletzung zugezogen. Okay, weil, warum? Also Unfall oder einfach zu down, ja. Das war dann haben wir im Sommer dann auch einige so Trailläufe gemacht, eben in Demeter und so weiter und so fort. Und der Demeter hat dann im Herbst irgendwo, oder im Dezember, glaube ich, so eine Challenge da gehabt, dass er auf die Gieß rauf und runter läuft, etliche Male. Und da war ich dann auch unten und dann bin runterlaufen und gespüren Fuß und so. Und bin ich mit dem Gunter dann gelaufen und irgendwie habe ich dann nicht mehr gescheit laufen können. Und da hat sich dann im Nachhinein
ausgestellt, dass ich mir das Wadenbein gebrochen habe. Das war vermutlich eine Überlastungserscheinung. Und da bin ich halt eine Zeit lang mit dem Gipsfuß daheim gewesen. Ja, das war dann schon etwas ein Rückschlag bezüglich dem Laufen und bezüglich auch dem Ziel Transitbergmarathon, den ganzen Rennen dann im nächsten Jahr. Eben das war im Dezember. Dass ich fit bleibe, habe ich dann gleich mal geschaut, will haben, also einen Daumenergometer, dass ich da irgendwas machen kann. Weil gefragt dann Doktor, ja, na, wegen dem Treten kannst du schon mit dem Gips, also bin ich dann mit dem Gipsfuß, und ich mir das an, denk halt auf dem Ergometer gesessen und habe halt mein Fitness trainiert und nach 6 Wochen Gips oder 8 Wochen Gips oder so, ja, halt wieder angefangen ein bisschen. Aber da war jetzt auch das Laufen, ist noch nicht leicht gegangen und so, aber dann halt viel mit Ralfern dazu halt wieder die Ausdauer ein wenig aufgebaut. Und dann ist Laufen schon wieder geehrt worden, weil eben die Pause ja nicht so lang war. Und dann bin ich halt in 2015 einen ganzen Bergmarathon gelaufen, ja. Und die war recht gut, glaube ich, ins Ziel gekommen mit Platz 8 oder irgend sowas. Genau. 8 von 155, also schon ganz flott und weit fuhren. Und auch von der Zeit her, so mit 9,5 Stunden, also knapp drunter, es geht. Ja. Es wird doch gelaufen. Schon. Weil wenn man die Faustformel nimmt und sagt, 10 Kilometer pro Stunde und für 1000 Höhenmeter eine Stunde mehr, dann geht sich das nicht aus mit 9,5. Du bist ein bisschen länger unterwegs. Du musst einfach deine Faustformel anpassen. Es muss jetzt einfach anders sein. Die limitiert dich einfach, Peter. Richtig. Beim Transitbergmarathon hast du dann einen Transteiner, der hat eben so, glaube ich, 3 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Also das ist richtig mit seilversicherter Klettersteiger auf, quasi. Also da macht man schon richtig viel Höhenmeter vor allem. Und runter geht es auch ähnlich steil. Wo halt dann, ja, es gibt ja die, was das in... Den kannst du dann nicht schnell laufen. Nein. Ja, es gibt ja die, was das in 20 Minuten, unter 20 Minuten runterlaufen können. Also das ist... Ja, da muss man schon ordentlich Gas geben können. Ja. Wenn ich auch wenn du es zutun, wäre das in Beta, aber irgendwie erinnert mich das auch an einen Batscher Kofel. Da hatten wir in 3 Kilometer 1000 Höhenmeter, was 200 Höhenmeter sind noch mal eine Ansage, aber es geht ungefähr in die Richtung. Ja, also nur mehr steiler, man braucht schon die Hände und so. Ja, das, na gut, Batscher Kofel brauchst die Hände noch nicht, aber es ist kurz davor, würde ich sagen. Ja. Und dann ist ja das richtig dicke Ei kommen am 2017. Also da hast du ja nachher richtig krachen gelassen auf der Langdistanz. 2017? Ja da hast, also wenn ich, habe ich da stehen, nochmal Bergmarathon, ähnlich schnell, nochmal ein Schwarzach-Trail und dann UTMB TDS, also das ist einmal Ansage mit 120 Kilometer und 7000 Höhenmeter und Dalmatien. Und beides brutal schnell. Ja, genau, man hat man da die Punkte gebracht und beim Bergmarathon hat man eben Punkte gekriegt. Und eben ein Schwarzer Ultra-Trail ist auch ein richtiger lässiger Bewerb. Auch schwerstens zu empfehlen, ist überall voll schnell ausgebucht. Aber ein richtiger toller Lauf vom Veranstalter und so. Und genau, da haben wir Mapa-Punkte gekriegt. Ja, dafür. Der Flo sicher die Show Notes tun. Der ist in der ähnlichen Gegend wie der Hochkönigmann. Was ich zu meinem Bedauern zwar noch nicht gelaufen bin, aber eben in Schwarzach bin ich eben zweimal gelaufen und dann bis auch einmal frühst und dann ist es sofort ausgebucht, weil es eben richtig eine tolle Veranstaltung ist. Ja, genau, da bin ich halt schon ein wenig in das Traillaufen reingekippt, da haben wir auch viel Bergläufe gemacht, eben der Demeter hat damals auch richtig viel Bergläufe und so trainiert und so und haben sich öfters verabredet für so lange Runden. Das war dann 15, 16. Ja, genau. Und den TDS, das war halt
Genau, für den UTMB, glaube ich, hätte man nur mehrere Punkte gebraucht und war da nur weiter gewesen. Und der TDS war halt schon ein sehr reizvolles Ziel. Und es hat eben geheißen, das ist ein bisschen technisch anspruchsvoller. Was aber jetzt, wenn man jetzt am Bergmarathon und so weiter gelaufen ist, dann ist das, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Und ja, Vorbereitung auf den TDS war richtig, richtig klasse. Da sind wir eben Touren gelaufen, rund um den Königssee, im Berchtesgaden draußen, mit Demeter und mit Alex, mit denen er heuer einen Transalpin ran läuft. Also die 47 Kilometer rund um den Königssee ist auch eine richtig tolle Trail-Run-Runde. Auch ein bisschen anspruchsvoll, aber durchwegs laufbar und so. Ist, glaube ich, eher ein Klassiker eigentlich. Und im Totengebirge, Almsee-Runde und so weiter, also 40 Kilometer Runden. Da ist ein langes Training, ist ja schon nicht der Mittel zum Zweck, sondern schon ein richtig tolles Erlebnis. Haben wir sich für sowas vorbereitet. Aber ich muss sagen, die Vorbereitung für den TDS hat richtig gut funktioniert auch. Und der TDS selber war dann auch richtig klasse. Es war zwar irrsinnig viel leider, ich glaube auch 1700 Starter. Und sind wir relativ weit hinten im Startblock dann gewesen, was zwar ein bisschen zu einem Stau, sind wir da ein bisschen in einen Stau reingekommen, aber im Endeffekt habe ich dann nur leider überholen können beim Laufen selber, weil man sich immer wieder nach vorne arbeitet und so, und das ist natürlich für die eigene Motivation viel besser, als wenn man ständig überholt wird. Und ja, Chamonix ist sowieso ein geniales Laufmecker quasi, die ganze Stimmung dort, also ich bin da eine ganze Woche lang hingefahren. Ja, ist ein Glas, wenn man da drüber fährt, schon mal über die Berge und dann sieht man in das Tal rein. Ja, herrlich, und dann eben richtig aufgesogen. Wenn man da Peter ist, dann fährt man das Tal rein, alle schauen vor Bewunderung die Berge und der Peter ist rum. Ja, okay, Berge. kennst du ihn, Jamil Curry? Ja. Das ist der was ein Ultraläufer, der was ein YouTube-Dinger hat und so oder veranstaltet, ja. Ja, genau. Amerikanischer Ultraläufer, der ist 192. geworden beim TDS 2017. Ja. Der Karel Sabé, oder ja, kennst du auch? Ja. Ja. Der ist 175. geworden. Ja. Der Josef Schick ist 163. geworden. Also für alle, die jetzt da einfach so ein bisschen eine Relation brauchen. Der Karel Sabé hat den FKT am Pacific Crest Trail aufgestellt, neulich. Und er ist jetzt ab am Barclay dieses Jahr eigentlich am weitesten gekommen. 4 Runden. Also diese Kaliber, die waren hinter dir. Echt? Also das war gar nicht so in der Sänger, aber ja, es ist mir da schon richtig gut gegangen. Das, was ich halt festgestellt habe, ist, dass ich eben relativ schnell auf der Straße oder so laufen kann, das Kindern bei seinem Ultraschall zugute, weil auch jetzt beim Bergmarathon oder so, man hat trotzdem viele Flachstücke und da macht es halt einen schönen Unterschied. Oder auch so leichte bergauf, da macht es halt einen schönen Unterschied, ob ich da jetzt meine Grundlagen Ausdauertempo ein 6er Schnitt ist oder 5er Schnitt ist oder ein 4,30er Schnitt oder so. Weil man einfach die Meter viel gewinnt. Und beim TDS und so, da hat man auch einfach die Verbindungsstücke, da kommt man wieder runter vom Berg und dann geht es wieder ein Tal ein Stück entlang, wird eben beim UTMB, glaube ich, ähnlich sein. Und das macht einen irrsinnigen Unterschied, ob ich das jetzt laufe oder ob ich das nicht einmal gehe, ob ich das nicht der Komoto herlaufe oder ob ich das, wenn ich jetzt dahin schlürfe oder so, dann bin ich einfach gleich mal eine halbe Stunde schneller auf die ganze Distanz. Das habe ich eigentlich, da habe ich mich eigentlich schon mal wieder dazu gezwungen, laufen wegen. Und das ist eigentlich fast bis zum Schluss richtig gut gegangen bei den TDS. Und da kommst du am Schluss dann noch einen Hügel rauf. Das war dann schon ziemlich hart, weil da sind wir um 6 in der Früh gestartet und ich glaube um 4 in der Nacht bin ich dann ins Ziel gekommen. Und da siehst du dann die Serpentinen rauf, die Lichter von die einzelnen Leuten. Und oben irgendein Großlicht von der Bergrettung oder so. Und da kommst du halt fast nicht auf, Und irgendwann bist du halt dann oben, eben noch 110 Kilometer oder 100,
oder über 100 Kilometer oder was. Und dann bist du oben und dann denke ich mir, ui, jetzt geht es nicht mehr bergab. Und dann will ich bergab laufen und dann waren die ganzen Oberschenkel komplett kaputt. Fast nicht mehr laufen können. Das war echt, ja. Aber irgendwie Blockgelände zu oben rennen halt, irrsinnig Sache. Aber ja, irgendwie kommt man dann schon runter. Ja. Die Schwerkraft muss dann ihr Werk tun. Irgendwie. Ja, aber da warst du ja wirklich brutal gut und dann hast du gedacht, wenn das schon so gut funktioniert, dann starten wir in Dalmatien auch nochmal auf die 100 Kilometer. Ja, das ist eben das Verhängnis mit den ganzen UTMB-Punkten, ist ja das. Oder die Verlockung, ja, dass ich halt einen UTMB laufen hätte können im Jahr drauf, hätte ich nur einen langen gebraucht. Bergmarathon, eben einen TDS und nur einen 100er. Ja, dann sucht man das in die Kalender, in die Trailkalender, dann sieht man da Dalmatien Ultra Trail da im Oktober. Ich glaube, der Flo war eher dort, oder? Zu der Zeit. Ja, ja. Ich war aber bei den Langen. Also du hast dann einen 100 Meiler probiert oder gemacht. Ja. Genau, da waren eh einige Österreicher dort. Ja. Also, ja, ja. Er war ja zuerst als 100 Meilen angesetzt, deswegen habe ich eigentlich teilgenommen. Nur dann haben sie irgendwann im Jahr den auf 150 Kilometer oder sowas reduziert. Und alle, die nicht Läufer, haben gesagt, das ist doch wurscht, sei froh, dass 10 Kilometer weniger sind. Und ich habe mich geärgert. Ah. Ja. Jedenfalls war das auch ein ziemlicher ein lässiger Lauf von der ganzen Organisation und so. Haben wir schon gut getaugt da. Waren nicht ganz so viel Starter wie beim TDS und so, aber von der Gegend her wunderschön. Und eben der Start war bei uns in Split da auf einer Burg, wo es Szenen vom Game of Thrones Draht haben oder so. Also richtig, richtig lässig. Und halt dann in der Nacht dann haben wir da durch die Berge da gelaufen und so, kreuz und quer rauf und runter, so Gassen entlang, haben wieder die Hunde böd und also irgendwo bei, ich glaube, eine Labstation war sogar bei einem Friedhof, bei einem Ding in so einer Kammer drinnen und so, aber halt voll herzlich und voll urig, also war echt ein toller Lauf und dann am Morgen kommst du dann irgendwo und dann ziehst du das Meer einmal und dann läuft nur die letzten Kilometer, läuft dann am Meer entlang. Ah, da habe ich mir beim Bergablaufen, habe ich mir dann auch schon das Knie schon richtig weh da. Fast nicht mehr bergablaufen können, die letzten Kilometer. Weil es immer ziemlich steil bergab gegangen ist und ich halt auch relativ flott unterwegs war. Ja. Aber dann trotzdem noch sehr erfolgreich ins Ziel kämpft, eben als Gesamtfünfter dann. Aber es sind relativ wenig Starter dort, aber der Lauf soll sehr schön sein. Ja, damals war das die erste Ausgabe und es war, was ich mich erinnern kann, technisch sehr anspruchsvoll, weil es sehr, sehr steinig war. Ja. Und sie haben aber erzählt, dass sie eigentlich versucht haben, es war die einfachste Route, die sie irgendwie nehmen haben können. Alles andere wäre irgendwie noch technischer und noch brutal irgendwie gewesen. Aber ich kann mich erinnern, dass die Anstiege an sich nicht besonders hoch waren, aber es war sehr technisch. Und ich kann mich sogar erinnern, dass wir uns damals im Ziel, glaube ich, zum ersten Mal gesehen haben. Und irgendwie hast du erzählt, dass es weitaus technischer als der UTMB ist. Das kann ich mich irgendwie noch erinnern. Aus wie der TDS davor. Ja. Das kann gut sein, weil es eben mit den Sternen war es schon ziemlich mühsam zum Laufen und da. Ja, aber wobei sie ja beim TDS schon sagen, das ist der technischste von den UTMB-Rennen. Aber es ist halt, es ist trotzdem noch, also dort kann ich mich erinnern, was richtig, also ich kann mich dann, das war dann auf der 150 Kilometer Strecke, da bist du glaube ich nicht gelaufen, Pep, aber da kann ich mich erinnern, da war einfach nur Stein. Das ist wie kein Stein am Meer und zwischendurch hast du die Fahnen gesehen und du bist einfach so von Stein zu Stein gehoppt. So, das war aber sicher 2 Kilometer lang oder so. Nicht, dass du sagst, dass der kurze Steinfeld, da warst echt, echt ewig lang. Also war schon ziemlich, ziemlich hart. Ja, das kann schon sein. Da waren schon ein paar Abschnitte dabei, die was recht mühsam waren, die was nicht so schnell zum Laufen sind. Aber ja, nachher dann am Meer halt dazu laufen, das war schon top. Ich glaube, hat eher Österreicher gewonnen da. Matthias, ja, den Langen. Ja, ich kann mich erinnern, dass er dann Österreich, ich weiß nicht mehr wer, aber ich wüsste das recht, dass er da
Da hat ein Österreicher gewonnen, das weiß ich auch noch. Jedenfalls habe ich dann meine 5 und meine UTMB-Punkte beieinander gehabt. Matthias Kodim. Ja, genau, genau. Ja. Ein richtiger. Ja, aber beim UTMB bist du nie antreten. Na, weil. Und deine Results enden hier auch. Genau. Was geschah? Genau, eben Kroatien super gelaufen, aber eben das mit dem Knie. Und eben Kroatien war im Oktober, der TDS war im August, sprich Regenerationszeit zwischen 220 Kilometer Läufe. Etwas zu wenig, beziehungsweise haben wir in der Zwischenzeit auch einiges gelaufen. Da sind wir eben in dem mit der rund um einen Gosokamp gelaufen, mal die lange Runde. Dann sind wir jetzt sogar den, wie heißt der Bike unten, einen Schneeberg-Trail gelaufen, nur als Vorbereitung für einen Kroatien und so. Also schon einfach. Irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. Es hört sich alles so nach, ich mache einfach ein Rennen zur Vorbereitung von einem Rennen und nach einem 100er ist ein 50er ja immer noch gegangen und dann machen wir halt noch einen 50er und schau, da ist jetzt wieder der nächste 100er. Und ja, genau. Hoppala, genau. Ich bin verletzt irgendwie. Ja, ich habe mich für ein UTMB, da bin ich damals nicht ausgelost worden. Dann habe ich nur eine grandiose Idee gehabt, nämlich nicht für ein UTMB, sondern da gibt es ja nur einen schönen Lauf dort in der Gegend, dass ich mich für den anmelde. Das war nämlich der Tora gewesen. Bei dem bin ich dann sogar gezogen worden. In dem Jahr, aber mit dem ist bekanntlicherweise auch nichts geworden, weil ich eben dann im Frühjahr quasi noch ein bisschen dahin trainiert habe und dann hat sich eben das mit dem Knie dann als eine längerfristige Sache herausgestellt, eben, dass das Patellaspitzensyndrom ist. Und damit hat sie eben. Was ist das? Das ist da fuhren, die Patella geht über die Kniescheibe drüber und fuhren, ist da entzünden. Oder das Jumpers Knie nennen sie es auch. Das haben die Basketballer anscheinend da. Das ist ja so Überbelastung von runterlaufen. Oder halt einfach von der Dauerüberbelastung. Also ich habe ja schon einige Jahre da. 16, quasi 6 Jahre schon intensiven Laufsport betrieben, eben mit den Marathons und so und dann eben mit den Ultras und ja, dann war halt hast du zu wenig Stabi gemacht oder war es einfach oder Ausgleichstraining oder war es einfach zu laufen? Stabi. Oder war es einfach falsch oder weiß ich nicht, also hast du irgendeine Begründung, warum es passiert ist oder einfach Pech? Ja, Stabi habe ich eigentlich fast gar nichts gemacht. Und meine linke Seite war, ich weiß schon, ein bisschen die schwächere Seite. Das war die Seite, wo ich mir damals mein Wadenbein gebrochen habe. Und mit dem Wadenbeinbruch habe ich mir ja ein bisschen einen Laufstil, ein bisschen einen anderen angewohnt. Zumindest sage ich jetzt einmal so. Und dadurch hat sich vielleicht auch das mit dem Knie ein bisschen nach innen draht oder so, weil der Fuß ein bisschen mehr nach innen knickt und so. Und mit der Ultrabelastung dann eben ein Jahr nach dem Wadenbeinbruch und so, hat sich das halt so, und halt zu wenig Ausgleichstraining dafür, hat sich das halt dann so entwickelt. Und halt so. Und Radlfahren ist quasi kein Ausgleich dafür, oder? Weil dort belastest du das da auch. Also ist es was nur fürs Laufen ist oder ist es auch, ist diese Patellaspitze auch für, scheiden dann einfach, weiß ich nicht, 18 andere Sportarten gleich mit aus? Es ist beim Radfahren, gerade wie es halt richtig akut war, da hat es halt richtig weh, da wenn man vorhin draufgedrückt hat, da hätte ich wirklich einmal einen kleinen Anfang an Ruhe geben sollen, da habe ich dann trotzdem noch Radfahren da und ein wenig so eine Therapie gemacht beim Sportarzt und so, aber halt nicht mit Ruhe geben dazu, sondern halt, ja, hat er gesagt, du kannst schon ein wenig laufen dazu, aber das war eigentlich wissig kontraproduktiv. Also ich habe es eigentlich dann erst angebracht, also halt wirklich mal das Laufen, halt wirklich einmal ganz gehen, gut zu lassen und so. Und okay. Ja, da hat es eigentlich schon mal Wettkampflaufenmäßig hat sich das dann schon mal stark verringert dann. Die Zeit drauf, aber halt Mineralfahren, das hat man schon machen können, vor allem auch, wenn man nicht gerade mit riesen dicke Gänge die Berge sich raufquält, dann
spürt man das nicht so. Also das hält das dann schon aus. Oder es ist dann auch, die Akutphase ist dann dumm abgeklungen. Aber ja, dann habe ich wieder was Laufen probiert, aber das ist wieder gleich wieder gekommen. Also dann habe ich wirklich eine Zeit lang nichts mehr da können. Beziehungsweise bin jetzt dann noch nicht mehr in ein Laufwettkampfgeschehen drinnen. Aber ja, dadurch hat sich halt, haben sich halt andere Sachen entwickelt. Dadurch bin ich halt dann vor allem im Winter, ja, Radfahren kannst du im Winter nicht mehr. Muss ich halt da mal das Skitouren gehen anfangen. Ein paar Freunde von mir haben eh schon über gesagt, oh, das ist genau das Richtige für dich, weil Ausdauer und so hast du und Skitouren gehen voll klasse im Winter in die Berge und so. Ich sage eh, voll geil, sicher. Aber so unterfahren, ich bin kein guter Skifahrer, ja. Weil ich in der Schule einen Skikurs gemacht und dann jahrelang nicht mehr gefahren und dann nur ein bisschen aneinander gefahren. Ja. Aber dann haben wir trotzdem dann 2018, 2019, den Winter quasi, habe ich mir glücklicherweise dazu entschieden, mir so ein Skitouren-Set zu kaufen. Und bin halt da eingestiegen und habe mir halt gleich irrsinnig taugt. Und das mit dem Skifahren ist am Anfang auch richtig mühsam gewesen. Und habe ein wenig einer Kurse auch gemacht und so. Oder halt einfach viel Learning by Doing auch. Und das Ganze Skitouren gehen ist da eine eigene Sportart. Oder vor allem auch das in die Berge, also nicht nur die Pisten gehen, sondern halt richtig in die Berge die Skitouren gehen und so. Und habe halt auch das Glück gehabt, dass ich da ein paar gute Freunde habe, die was mir das gut gesagt haben, auch, oder vom Alpenverein auch Freunde, beziehungsweise auch eben die Freunde, der Freundeskreis, mit denen ich da im Sommer auch in die Berge schon unterwegs war, auch wegen der größeren Berge, da waren wir, Großglockner waren wir da auch schon mit denen unterwegs, auch auf dem Grat geklettert und so weiter. Und mit denen halt dann über den Winter dann, und 2019 war dann ein richtiger guter Winter, zum Skitouren gehen, da halt richtig viel eingestiegen und da gleich mal richtig viel Skitouren gemacht und so, und ja, also dann geht dann das Laufen gar nicht mehr so im Winter. Wobei beim das Skitouren gehen, also das ist ja quasi das die dritte Sportart jetzt da, aber wir haben jetzt ja die zweite so ein bisschen übersprungen, das Radlfahren, weil du bist ja da ins Radlfahren auch extrem eingekippt, also du tust ja nicht Radl fahren, weil du in die Firma fährst und heim, sondern du fährst schon ein bisschen weiter, ein bisschen schneller, ein bisschen mehr. Ja, ich meine, ich glaube, der hat schon ein paar Mal von zu heim in die Firma geradelt, aber halt mit einem ordentlichen Umweg, was man dann auf Strava immer so sieht. Ach so, mit rund um den Attersee noch, vor der Arbeit noch, ja, genau. Ja, sicher, das Radlfahren ist auch in der Zeit eben, wo eben das Laufen nicht gegangen ist, halt viel mehr waren noch. Aber bewerbe eigentlich auch gar nicht so, weil dann zwar, wann ist Corona gekommen? Nein, 2020 ist Corona gekommen, oder? Da wollte ich eigentlich die ersten Radmarathons oder so mitmachen, eigentlich gar nicht so, aber dann halt viel so, gemeinsame Touren, halt auch längere Touren und so, braucht man gar keine Bewerbe dazu. Du warst nie so auf Kurzdistanz irgendwie Kriteriumrennen, keine Ahnung, irgendwas, sondern immer lang, also quasi Radmarathon oder irgendwas, was wirklich auf Langdistanz geht. Ja, aber bin ich einfach auch noch gar nicht so viel gefahren. Es war halt bei uns der King of the Lake. Das ist das Einzelteil von rund um den Attersee. Das ist halt, weil das genau vor der Haustür, also 15 Kilometer von der Haustür weg ist. Da bin ich auch mit dem Rennrad ein paar Mal mitgefahren. Das waren meine Radbewerbe und sonst Radbewerbe waren es eigentlich gar nicht so viel oder fast kein, bis auf dass wir halt mit den Kollegen von Frankenburg beim Race Around Austria mitgefahren bin als Betreuer. So bin ich halt quasi bei den Race Around Austria reingekommen. Und da sind wir dann, nachdem ich 2 Jahre als Betreuer dabei war, haben wir schon alle gesagt, warum fährst du nicht, fahr mal selber mit und so weiter und so fort. Also das erste Jahr hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, was das überhaupt ist und so. Und eben letztes Jahr war es eben dann tatsächlich so weit, dass wir eben dann ein Team zusammengestellt haben und dass wir eben dann Race Around Austria im Viererteam gefahren sind.
Und halt weil du hast die Strecken nachher schon kennt. Die Strecken schon kennt, dann wird es gar nicht. Ja, das ist ja eigentlich das Hauptproblem, nicht das Fahren, aber man muss die Strecken kennenlernen. Ja, und ich meine, wenn man noch nicht so wirklich Radbewerbe macht, warum mit dem kleinen Zeug anfangen, lieber gleich zum Race Across Austria? Ich mein, ja, das ist alles andere, also ganz ehrlich, diese ein bisschen durch die Wachau-Gurken kann ja jeder. Schon der Geburtstag. Ja. Ja, im Viererteam ist ja aufgeteilt. Ihr seid ja nicht irgendwie mitgefahren. Ja, wir haben schon, es war eben die wo es Betreuer mit war, war auch schon über das Ziel, dass man möglichst weit am Podium fährt und so weiter. Und wir haben vom Sportstreicher Racing Team haben wir da gesagt, wenn man sich den Aufwand antut, und der ist eben ganz schön hoch als Viererteam, wenn man es macht, dann will man natürlich möglichst weit fahren, mitfahren. Und das ist mal zum, was der Aufwand ist, also wir haben da, wir haben da zwei Busse gehabt, ein Nachtauto, ein Pacecar und ein Wohnmobil. In Summe sind es dann 15, 16 Betreuerpersonen, die was da mit dem Auto aneinander fahren, die Leute betreuen, Physiotherapeut mit oder Therapeutinnen mitgehabt und Leute für die ganze Logistik und so weiter. Also das ist ein gewaltiger Aufwand, was man da hat. Oder was wir da betrieben haben auch, eben das geht nur, wenn man halt Sponsoren hat, die was einen da ein wenig finanziell unterstützen, die was das Ganze ermöglichen und eben ein gutes Team, die was sich da auskennt oder die was halt auch schon Erfahrung haben damit. Und darum haben wir das letzte Jahr eigentlich dann richtig gut umgebracht und auch, ja. Ja, und ich meine, das ist schon so ein bisschen der Unterschied zum Ultralaufen, dass wenn du dann Ultraradfahren, also zumindest mein Gefühl auch, ich höre ja gern den Sitzfleisch-Podcast vom Christoph Strasser, der schon mal da war. Und der Aufwand, den man betreibt, jetzt auch im Viererteam oder selbst wenn man nur alleine teilnimmt am Race Across Austria, das ist schon gewaltig mehr, als wenn ich jetzt an ähnliche Kaliber im Ultralaufen denke. Also wenn ich jetzt beim UTMB teilnehme, ist auch ein Riesenaufwand, aber bei weitem nicht das, was ich bei so Ultraradrennen habe, oder? Ja, schon einmal eine Dimension. Vor dem habe ich mir am Anfang ein bisschen die Sorge gehabt, weil man eben dann, so wenn ich bei einem Ultralauf mit tue, dann bin ich halt alleine, dann melde ich mich an, dann kaufe ich mir die Ausrüstung oder so, bereit, bevor und fertig. Aber da habe ich jetzt ein ganzes Team, das was quasi, für das ich auch verantwortlich bin, auch. Das muss, dass es alles funktioniert und ich muss quasi auch mehr Leistung erbringen, wenn ich jetzt bei einem Ultrateil, weil ich sage, ja, mir taugt es nicht, ich höre auf oder so, ja, dann höre ich auf. Aber wenn ich beim Race Around Austria im Viererteam sage, mir taugt es nicht, weil mir, ja, das ist eine richtige Herausforderung quasi oder halt eine ganz andere Herausforderung, wie der, dass man es nicht nur für sich macht, sondern auch fürs Team. Ja. Und ja, das ist, geht eben nur, wenn man sagt, es sind mehrere Leute, die was dasselbe Ziel verfolgen, wenn jetzt nur einer alleine, bringt das eben nicht zusammen. Also. Ja. Macht sich auch einen ganz anderen Druck, denke ich mal. Also das ist, mit dem musst du halt auch irgendwie umgehen können, weil ja, wie du sagst, wenn's irgendwie dann keinen guten Tag hast und du eventuell es gar nicht geht, hast viel Geld investiert oder viel Zeit investiert und dann musst du die Segel streichen, stelle ich mir nicht einfach vor. Und ich habe schon UTMB nicht finish geknabbert, also dann will ich gar nicht dran denken, wie man dran knabbert, wenn man im Viererteam scheitert. Ja, drum ist kostet oder hat es auch Überwindung kostet, dass man sich das überhaupt zutraut, das Ganze, dass man da mitmacht und so, weil es ja nicht einfach nur mit dran ist und so, aber es hat sich ausgezahlt und es müssen eben die richtigen Leute beieinander sein, dass das funktioniert mit dem, was man weiß, mit dem, die sind nicht lauter verbissene Ehrgeizsportler, sondern es sind Leute mit dem, was man, sind Freunde, mit dem, was man richtig gut auskommt und so, mit dem, was man auch nicht so ein bisschen eine Schwächephase hat und die hat auch jeder mal bei so einem Rennen, das geht gar nicht anders, dann helfen die anderen halt zusammen, dass man das gemeinsam überwindet und also, oder das ganze Team hilft da zusammen, dass man schaut, wenn der eine irgendein Magenprobleme hat und sonst wird da zur Apotheke gefahren. Wenn der eine irgendwo gerade ein wenig eine Schwächephase hat, dann fährt der andere ein bisschen länger. Also das ist alles. Und es hat ja auch richtig gut funktioniert. Also ihr wart ja auch richtig stark unterwegs. Ja, ihr wart ja Zweiter am Ende des Tages. Ja, wir waren es ist perfektes Wetter gewesen und unser Plan ist früh aufgegangen, den was wir
sie gemacht haben. Also wir waren sogar wesentlich schneller als wie unser Zeitplan. Was man halt, das Team Vorarlberg, was halt vor uns war, dann, die haben halt nicht ganz einkalkuliert gehabt, weil das einfach ein Profiteam war. Und ja, die fahren halt einfach doch ein bisschen noch schneller, weil die dann halt nichts anderes als viral fahren. Und wie mir, also die war der zweite Platz. Und in der Zeit, was wir gefahren sind, da sind wir die fünftschnellste Zeit, was jemals gefahren ist, gefahren beim Race Around Austria im Viererteam, sind wir da gefahren letztes Jahr. Also das war richtig, richtig gut, ja. Oh, ja, vor allem, wenn man eben denkt, dass man nicht ein Profi-Team ist, dann ist das schon mal. Ja, aber irrsinnig emotionales Finish dann. Ja, es ist nur deine Zeit, die du wirklich unter Kontrolle hast. Wenn du halt an dem Tag ein Team hast, das vielleicht ihren magischen Tag hat oder von mir aus ein Profi-Team ist, das sind Dinge, die du eh nicht kontrollieren kannst. Du kannst dich und deine Zeit kontrollieren, unter der ist jetzt geblieben. Ihr habt sicher das Beste gegeben, was man geben kann. Von daher den Rest... ja, ist Glück oder halt Fügung oder wie auch immer. Wobei, ihr tretet ja dieses Jahr wieder an und quasi wieder Liebesspieler, alles auf Sieg. Ja, sicher. Also wenn man sich den Aufwand wieder ansieht, dann will man natürlich wieder möglichst weit vorne mitfahren. Und auf das Aufwand läuft da die Planung, aber man weiß halt nicht. Mir ist ja gesagt worden, dass du zu diesem Thema Radfahren, Race Around Austria und so weiter, ja bei unserem zweitliebsten Podcast auch noch Dinge sagen wirst und intensivst zum Radfahren befragt wirst. Beim Schweiß und Pommes oder was? Ja. ja. Möglicherweise, ja. Wissen wir da schon mehr wie du? Ja, möglicherweise, ja. Tja, jetzt war's das auch. Ja. Hier erfahrt ihr einfach alles zuerst, sogar unsere genau. Gäste. Sogar die Gäste von anderen. Ja. Die kenne ich ja schon gut, ja, an Tom und ja. Die Bande. Ja, nein, es ist wird wieder ein spannendes Jahr. Und es ist das Radfahren eben letztes Jahr oder im Mai, das ganze Training und alles in der Vorbereitung. Ist zwar mühsam, aber es hat auch richtig viel Spaß gemacht, auch eben lange Touren fahren, mit Freunden sich ausmachen, man macht die und die Runde und so, also, das ist, und eben durch die soziale Vernetzung, was man da hat über Twitter oder sonst was, hat man eben viele Freunde schon kennengelernt, die, was man dann in echt auch kennenlernt und mit dem, was man sich dann was ausmacht, und das funktioniert beim Ralf nicht so, das hat vorher beim Laufen super funktioniert, und das macht schon was aus, ja. Aber um dem Ganzen dann eine dritte Dimension zu geben, hast du dieses Jahr gedacht, jetzt habe ich Racing Cross Austria gemacht, jetzt ich habe auch relativ viel lauftechnisch erreicht, jetzt suche ich mir einfach eine andere Sportart, die ich im Winter mal experimentell ausprobiert, und hast letztes Wochenende, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, beim Mountain Attack mitgemacht. Das ist ein Skimo-Event. Und dein erster Wettkampf, weil du hast gesagt, du hast quasi Skifahren, hast gelernt erst durchs Skibergsteigen, oder nein, nicht Skibergsteigen, ja, durchs Skibergsteigen, hast es runterfahren quasi gelernt, durchs Tourengehen. Und jetzt hast du das erste Mal tatsächlich an einem Wettkampf teilgenommen, was ja zum, ich gehe mal gemütlich irgendwo auf den Berg rauf mit Ski, nochmal eine ganz andere Dimension ist, oder? Ja, also... Wir sind in den letzten, also 2018, 19 habe ich eben angefangen mit Skitouren gehen, und dann sind wir eben schon immer richtig viel Skitouren gegangen, aber es sind halt lange Skitouren und Bergskitouren und so weiter. Und im Heuer, im Herbst, bin ich eben auf das gekommen, oder immer bin ich halt, ja, dass ich halt beim Mountain Attack einmal mitmachen konnte oder halt bei so Skitourenrennen, und bin halt da dann nochmal. Also da brauchst du dann nochmal schmälere Ski, und also braucht er nicht, aber wenn man halt das ambitioniert betreiben will, dann braucht man, also dann bügt man sich das halt ein, dass man das braucht, sagen wir es so. Und dann habe ich halt heuer nochmal gezielt auf die Ski trainiert, quasi halt wirklich mal Berge auf und ab gehen im Training auch und so, und eben ein Rennen habe ich davor schon gemacht, das war nur ein Bergaufrennen, also so vertikal quasi, so nicht ganz 1000 Höhenmeter Bergaufrennen ohne Abfahrt. Das war schon mal ganz spannend, war schon mal ganz witzig.
Also es ist halt das wie... Das war irgendwie scheiße, oder? Ja, das also, ist ja wie ein Berglauf halt. Wie die Bergläufe, ja, müssen halt 1 Kilometer bergauf. Du hast Skimit und dann gehst du nur auf und dann sagst du, ja, nein, und ich fahr mit dem Lift da runter. Ich mein, ja, du fährst außerhalb von der Wertung, fährst du halt dann runter, ja. In der Hütte war dann Sicherung und dann fährst du halt so wieder runter. Da kannst du oben schon ein Bier trinken und dann kannst du gemütlich runtercruisen. Das ist wie ein Berglauf, wie halt ein Schoffberglauf. Das ist wie Berglauflaufen zum Après-Ski. Ja. Das ist, aber... Ja, Peter, du als alter Skifahrer jetzt, du nicht. Ja, aber nur auffällt dafür, dass man nicht runterfahre. Das ist ja genau andersrum. Normalerweise sagt man ja, ich nehme einen Lift, damit ich aufkomme, damit ich schnell runterfahren kann, nicht umgekehrt. Das ist blöd. Das lassen wir. Das ist doof. Aber Ski-Mountaineering ist jetzt was, mit dem wir per se nicht wirklich vertraut sind. Wie bist du das irgendwie trainingstechnisch angegangen? Quasi so ein bisschen wie Traillaufen, nur einfach auf Ski, indem du einfach viel Höhenmeter gemacht hast? Oder wie ist da dein Ansatz gewesen? Lass mich da noch einen Schritt zurückgehen. Was ist Ski-Mountaineering eigentlich? Also für alle, die das vielleicht jetzt da, wir haben vielleicht nicht nur Hörer aus Tirol und Salzburg, sondern vielleicht auch aus, weiß ich nicht, Hannover. Du brauchst einmal einen Berg. Du brauchst einmal Schnee, du brauchst Ski. Was ist das eigentlich? Ja, dann brauchst du eben so Tourenski, da biegst du auf die Ski unten so ein Fell rauf und mit dem kannst du dann bergauf gehen. Das glaubt man am Anfang nicht, aber das funktioniert richtig gut. Da kann man richtig steil bergauf gehen. Das ist also besonders Material halt, das klebt halt dann auf die Ski drauf. Und halt mit Stöcken, und dann hat man eigene Schuhe und eigene, also Schuhe, die was sie bewegen, die was eine Schaftrotation haben quasi, und halt eine Bindung mit Fuhren so Pins drauf, steigt man rein, und dann kann man jetzt so gehen wie klassisch langlaufen quasi, bergauf, und damit geht man halt am Berg rauf. Das Klasse an dem Ganzen ist ja halt da, dass man es in alle Variationen machen kann. Man kann das ganz gemütlich machen, irgendwo noch ein kleines Hügel raufgehen, runterfahren. Man kann das eben richtige Berge besteigen, man kann einen Großglocken raufgehen mit den Dingen und wieder runterfahren. Hat auch irrsinnige Vorteile, so hohe Berge damit zu besteigen, weil man einfach mit dem Ski viel schneller unten ist, als wenn man am Allsieg wieder runter hatschen müsste. Und man kommt halt in die Berge im Winter. Und das schaut halt alles viel anders aus als wie die Steinewüste, was auch schön ist im Sommer. Aber im Winter die Berge erleben kannst du halt nur mit Skibergsteigen so richtig. Und das ist halt da bei uns in der Umgebung halt auch Salzkammergut und dann Buttergebirge und so. Das sind halt richtig, richtig klasse Sachen auch. Man muss sich noch ein bisschen auskennen, so da kommt man schon richtig wohin und ja. Gibt schon was her. Klingt aber nichts, klingt aber für nichts, was man unbedacht mit IKEA mal ganz schnell zum Sportfachhandel meiner Wahl kauft man irgendwas zusammen und hupf auf den nächsten Berg auf, wie machen so jetzt so. Ich denke da eher an abseits der Pisten, Winter, Lawinen, Abhänge, schneller Tod, was halt so passieren kann. Ja, ja. Das Sterben am Samstagnachmittag. Deswegen, was sind deine Einsteigertipps für Skitouren gehen? Was sind so die Top-Dinge, die du beachten solltest? Als erstes gleich mal eine gescheite Ausrüstung kaufen oder ausleichen. Das ist immer ganz wichtig. Nicht jetzt irgendwie nur so, ja, geschwind ein paar so Sachen und fertig und ohne die vollständige Lawinenausrüstung, ohne Pips, ohne Schaufelsonde, braucht man keine Tour nicht gehen im Gelände. Das tut man nicht, das ist einfach zu gefährlich. Dann gibt es eben die Vereine. Das geht man dann nur das geht man auf der Piste, also es gibt es ja auch, glaube ich, oder? Auf der Piste gibt es auch Aufstiegsspuren und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch ohne das Zeug gehen, also. Das ist auch, ist auch für Einsteiger auch sehr gut, wenn man da einfach sich in die Touren am Anfang geht und so. Und wenn man eben dann ins Gelände gehen will, ist ja da sehr von Vorteil, wenn man einfach bei einem alpinen Verein ist, beim Naturverein, Naturfreunde oder Alpenverein, macht dort Kurse oder gibt da andere Anbieter, die was so Kurse einfach einmal einen Basiskurs macht, wo man mit den Umgang mit dem ganzen Material lernt und sie einfach einmal ähnlich ist da oder sich anhört, um was das da geht und dann kann man, dort gibt ausgeschriebene Touren, da geht man mit den Leuten, die erklären das dann,
oder eben hat Freunde, die was an das erklären und so, um was das da geht oder was das da gefährlich ist, und dann kann man das schon viel lernen, wenn man da motiviert ist dazu. Aber das ist auch so wichtig und ja. Aber es hört sich halt echt alles so an wie, such dir mal jemanden, der sich damit auskennt, und geh mit dem mit. Also nicht so wie beim Radlfahren, was du einfach sagst, nein, ich gehe am Donauradl weg und fahre einmal allein für mich dahin, sondern es wäre echt gut, wenn du da irgendwann einmal suchst, der versiert ist, der das schon ein bisschen gemacht hat, und lass dir das sagen. Weil du gehst ja auch nicht Trail laufen und fängst einmal an, weiß ich nicht. Wärst du nicht alleine einen Berg aufrennen, nein. Richtig, und vor allem nicht jeden Berg und nicht jede Steigung und nicht allein und so, sondern das macht man gemeinsam mit den Menschen, die sich damit auskennen. Ja, aber ich würd sogar argumentieren, dass es vielleicht im Traillauf noch eher geht, dass du sagst, du kannst das zumindest, laufst einmal mit mir mit, und dann kannst relativ schnell wahrscheinlich auch relativ viel allein laufen. Was ich beim Skibergsteigen jetzt gefühlt, ich mach's auch nicht, aber eher eine längere Zeit sehe, in der du mal ein bisschen rangeführt wirst. Du musst irgendwie Schnee kennenlernen, du musst irgendwie Lawinen einschätzen und Hänge lesen können und solche Geschichten. Für mich wirkt das um einiges komplexer, und das reicht nicht, wenn ich 2-3 Mal mit ihm raufgehe, dann kann ich sagen, okay, aber jetzt kann ich es alleine gehen, sondern dass du wirklich einmal einen ganzen Winter mit Leuten mitgehst, damit du wirklich ein bisschen Erfahrung sammelst. Ja, das macht auf alle Fälle Sinn, gerade im Gelände, aber es gibt eben natürlich auch so Touren, Skipisten, die was keine mehr sind und so, bei uns in der Umgebung, da kann man dann schon, wenn man das einmal gegangen ist, das kann man dann alleine auch nachgehen, weil da gehen immer viele Leute, oder auf Katrin auf, okay. Es sind so ein paar bekannte Touren gibt's da, so Modetouren quasi, wo immer Leute gehen, da kann man dann schnell mal alleine auch gehen, wenn man sagt, man geht da alleine nach der Arbeit oder so. Es geht dann schnell mal, aber es ist generell zu empfehlen, dass man das, oder generell, wenn man in die Berge unterwegs ist, ist es besser, wenn man mindestens zu zweit ist, weil wenn irgendwas passiert, wenn man beim Skifahren, wenn man schmeißt, wenn man beim Laufen schmeißt, du bist da alleine und dann kommt keiner an, dann ist scheiße, dann hast du kein Handyempfang nicht. Also das Safety First, und vor allem macht es halt mehr Spaß zu zweit oder halt einfach mit Freunden, wenn man das macht. Ja. Also man kann schon, ja, beim Laufen kann man daheim auch einfach miteinander laufen, ja, aber Skitourengehen. Ja, aber das rechnen viele Menschen, glaube ich, auch nicht, dass wenn du in die Berg laufst, Skifahrst, was auch immer tust, du hast einfach nicht immer und überall ein Handyempfang, dass du schnell einmal sagst, oh, magst du mich nicht abholen, bist eh in einer Viertelstunde da, weil ich habe mir gerade, weiß ich nicht, einen Fuß gebrochen. Mhm. Sondern wenn du halt irgendwo bist, wo du keinen Handyempfang hast, dann kannst du zwar einen Fuß brechen, aber das mit dem Abholen wird schwierig, weil es weiß keiner, dass du gerade dort bist, wo du bist. Wir sind zwar in der glücklichen Lage, dass wir über eine Bergrettung und so weiter haben, aber das sollte doch niemals die Option sein, dass ich sage, ich gehe ja dafür, wenn irgendwas ist, dann holt mir schon die Bergrettung. Das kann ja niemals, dann habe ich in der Planung schon mal irgendwas falsch gemacht. Das kann nie irgendeine Option sein. Aber da habe ich vor allem nicht nur in der Planung was falsch gemacht, sondern auch in meinem Mindset. Ja. Ich sage, ach, scheißegal, mich holt die Bergrettung. Ja. Aber es dann ist halt was anderes. Spitz Kegeln oder Curling oder weiß ich Schach. Nicht. Schach, da könnt ihr euch den Finger brechen. Das ist nicht so schlimm. Es werden halt die Leute immer mehr, die was am Berg gängen und so. Und ich glaube, von der Umweltstatistik, man liest halt immer oft das auch was, aber von der Summe, was Leute gängen und was passiert, glaube ich, ist eh nur verhaltenmäßig relativ gering, das Ganze. Aber es ist halt, desto mehr Leute da sind, desto mehr Leute ist halt einfach Statistik. Desto mehr Leute kann halt was passieren. Ja, und ich glaube halt immer, wenn was passiert, dann passiert halt gleich ein bisschen mehr, weil dann bist du halt irgendwo gefangen am Berg, dann kühlst du relativ schnell aus, und das ist dann halt so eine Spirale, die sich irgendwie nach unten dreht. Also vor allem, wenn's dann irgendwie, glaubst du, bist der Kilian, der mit einer halben Flasche Wasser 10 Stunden lang durch die Berge laufen kann, dann ja, wird dir relativ schnell deine Grenzen aufgezeigt. Genau. Und die Grenzen, und die Antwort auf diese Frage, kann ich das, ist nein. Kannst du nicht. aber du kannst Skibergsteigrennen,
Ski-Mountaineering, ja, Skibergsteigrennen. Skitourenrennen, ja, genau. Ja, Skitourenrennen. Kannst du machen, hast du gemacht und bist bei dieser Mountain Attack gestartet. Was ist das? Also, wie kann man sich das vorstellen? Ja, einmal den, bergauf für alle, oder? Die Mountain Attack in Saalbach-Hinterklemm ist, gibt es glaube ich auch schon richtig lang, ist auch eines von den ersten größeren Skitourenrennen geworden und ganz Europa glaube ich auch recht bekanntes Skitourenrennen. Glaube in Österreich sogar das größte, was es gibt. Gibt es eben drei verschiedene Distanzen. Das Shardback Race, das geht nur eben rauf, oben ist dann das Ziel. Dann das, die Tour, die geht rauf, runter oder so und dann ins Ziel, das sind 2000 Höhenmeter und eben dann der Mountain Attack Marathon, das ist die Langdistanz, die hat eben quasi offizielle 40 Kilometer und 3000 Höhenmeter, die geht eben quasi das ganze Klemmtal rundum und ja, das sind in Summe sind normalerweise glaube ich so an die 1000 Starter oder das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es waren heuer sicher auch weniger, normal ist es im Jänner über. Heuer war es eben Corona-bedingt verschoben auf jetzt dem letztes Wochenende. Und also sprich März? Genau, März ja. Hat jetzt den Vorteil gehabt, dass es schon viel länger hell ist, weil da ist um 4 Uhr am Nachmittag der Start, eben wahrscheinlich wegen der Skipisten und so weiter, weil untertags sind ja die Skifahrer unterwegs und auf die Nacht quasi, da ist dann am Ortsplatz der Start, hole mit die Ski in die Hände und mit also Skistöcke in der Hand und dann lass quasi aus dem Ortsplatz weg mit den Skischuhen und dann laufst du zur Piste hin, dann schnellst du die Ski und dann schaffst du, dass du möglichst schnell einen Berg raufkommst. Relativ einen steilen Berg eben, da der Schadberg, das ist ja halt der richtige schwarze Piste zum Runterfahren, oft auch recht eisig und so und mühsam zum Gehen. Und oben gibt es dann schnell deine Felle runter, ziehst du die Felle ab und fährst dann runter, wenn du unten bist und hast du die Felle wieder auf auf die Ski und dann gehst du wieder auf. Das machen wir dann in Summe 3 Mal bei der Mountain Attack, bei der Langdistanz. Ich muss halt schauen, dass man dazwischen immer genug isst und so weiter und halt schauen, dass man sich nicht bei den Abfahrten, dass er nicht schmeißt, weil die Abfahrten sind halt auch eher schwarze Pisten oder so, was halt mit so dünnen Rennski, die haben wir 65er Mittelbreite, das ist nicht so zum Fahren als wie ein Alpinski, mit den ganzen Mugel und so, ist durchwegs auch sehr, sehr spannend gewesen für mich auch, weil eben das Rennski habe ich mir auch letztes Jahr im Herbst quasi gekauft und das Fahren ist natürlich nur mal was anderes, weil es einfach nicht herhalten, weil es kein Gewicht nicht haben und so und nur ganz schmale Kanten haben. Aber es hat eigentlich dann schon richtig viel Spaß gemacht, das Abfahren damit. Und ja, ist mir eigentlich auch richtig gut gegangen. So rauf, runter und der letzte Hügel ist dann ein wenig ein flacherer Hügel. Da muss man dann wieder mit die Felle und dann irgendwann geht dann auch ist dann Sonnenuntergang, war richtig eine herrliche Stimmung. Soweit man es halt gesehen hat, meiste Zeit haben wir nur am Boden vor sich gesehen, weil man halt aufgedreht, beziehungsweise den zweiten Berg muss man die Ski dann einmal runtergeben und tragen ein Stück, weil es so steil ist, dass man nicht mehr da gehen kann mit den Ski oder halt vielleicht die Profis können es da gehen, aber der Normale kann es nicht mehr da gehen, weil es so steil ist. Und ja, am Schluss kommt man halt dann noch die letzte Abfahrt dann und dann wieder in das Zielarena da rein, halt mit Beleuchtung und so und richtig, richtig lässige Veranstaltung. Das ist ja richtig gut gegangen. Ja, und es hat aber so ausgeschaut, als ob sie das alles jetzt da eigentlich ohne, also jeder hat die Stirnlampen oben gehabt, aber du bist du bei Licht ins Ziel gekommen? Das nein, schaut irgendwie nein. Alles nein, recht, nein. Oder sind das nur die Fotos, dass es recht hell war? Nein, das, also genau, das ist, bin um, was habe ich gebraucht, nicht ganz 3,5 Stunden und da war es dann schon finster, ja, ja. Ich bin schon die letzte, also beim letzten Anstieg okay. Habe ich dann irgendwas, die Siegerzeit ist glaube ich 2:20, bei dem ist es sich knapp ausgegangen, das heißt, aber ich habe auch das Licht eingeschaltet, beim Runterfahren, bei der letzten Abfahrt, habe auch das Licht eingeschaltet, weil, ja, dann siehst du die Muggel besser und so. Sonst brauchst du es halt noch viel früher, das Licht. Wenn es im Jänner ist, dann startest du schon, ja. Macht halt die Herausforderung. Ja, gut, im Jänner ist klar, dann bist du quasi die ganze Zeit im Finster. Von der Distanz her wahrscheinlich eh so wie oder von Zeit auf
wie ein Straßenmarathon quasi. So in der Kategorie ist man da unterwegs, ja. Aber es ist schon, ja. Und du bist 3:30 unterwegs gewesen oder so irgendwas in die Richtung, was ja echt schnell ist, weil du, also bist du ja auf der ersten Ergebnislistenseite zu finden noch. Ja, ja. Und von den 3:30, das Verhältnis Aufstieg zu Abfahrt ist ja brutal, weil du gehst ja, was nicht, 3:10 oder irgendwas in die Richtung auf oder 3:15 und fährst eine Viertelstunde runter. Ja, 3x5 Minuten Abfahrt oder so in der Richtung ist es ja. Und dann ein bisschen Zeit noch für die Wechsel und so, ein paar Minuten noch. Aber es sind nur einzelne Minuten, also es ist schon, ja. Also beim Abfahren gewinnst du das nicht? Ja. Bei den Damen zum Beispiel, da haben wir nachher dann das Siegerinterview angeschaut und die hat ihm gesagt, ja, die ist ja bei der Italienerin, ist ja bei der Abfahrt immer davon gefahren. Oder halt, die ist einfach da um die schneller, weil die fahren da Minuten schneller runter als die andere und das macht zum Schluss dann aus, ob die jetzt drei Minuten schneller ist. In der Kategorie, ja, aber für einen Hobbyfahrer ist es nicht so entscheidend. Also, okay, das heißt, du kannst das bei der Abfahrt verlieren, aber du kannst das eigentlich nicht gewinnen. Du gewinnst das bergauf, aber du kannst es bergauf verlieren. Ja. So in die Richtung. Ja. Ja. Keine Sportart für dich, Peter? Nein, in dem Fall. So gut und so schnell kennt ich dann nicht runterfahren, als dass ich bergauf das. Kannst du nicht alles wieder wettmachen. Eher nicht. Und vor allem der Bisonberg ist nicht so lange im Schnee, dass du das wirklich da trainieren könntest. Wohl wahr. Das wäre wahrscheinlich das größere Problem. Skitouren gehen am Bisonberg wäre wirklich einmal. Wobei dieses Jahr war das auch, ja, und wir haben beim Vienna Winter Trail, ja. Flo, du erinnerst dich, ja. Wir haben Richtung Hermannskogel Leute Skitouren gesehen. Das erste sozusagen. Und einzige Mal in meinem Leben, dass ich Wien am Hermannskogel mit Skitouren Ski gesehen habe. Ja, wenn er Schnee ist, dann wird aber das gleich ausgenutzt. Tief. Da waren wir, glaube ich, knietief im Schnee. Ja. Das war was sehr, sehr lustig anzuschauen. Und du warst ja sehr gut unterwegs, aber es gab ja noch eine Besonderheit. Weil jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sitzt du daheim und statt dass du dir ein Zipfer reinzipfst, zipfst du dir von an guten alten Kräutertee oder so eine. Ja, genau. Weil du just jetzt da während der ganzen Geschichte irgendwie angesteckt hast. Ja, ich muss mich eigentlich schon vorher angesteckt haben und es. Aber du warst noch negativ. Ja, genau, ich war noch negativ und ich habe auch bei der Mountain-Deck selber nichts gemerkt davon. Ich glaube nicht, dass man mit. Aber halt am nächsten Tag dann. Es ist natürlich, so ein Mountain-Deck oder so ein Laufbewerb ist eine irrsinnige Belastung auch für das Immunsystem und. Das hat wahrscheinlich dann den Ausbruch oder halt den Krankheitsverlauf dann ein bisschen verstärkt oder so, vermute ich jetzt einmal oder behaupte jetzt einmal, weil man ist ja oft dann nachher so einem richtig intensiven Ding, ist man dann am nächsten Tag gescheit K.O. und das war ja da jetzt da und dann habe ich dann einen Test gemacht daheim. Also so ein Schnelltest, der war aber auch noch negativ, aber dann halt der andere Test war, der war dann positiv und ich war halt richtig verkühlt und verschnupft und jetzt bin ich ein paar Tage in Krankheit. Ja, dumm gelaufen. Du hast du jetzt da nicht vom Gefühl, weil du gesagt hast, du hast das nicht gefühlt, quasi, dass du schlechter drauf warst oder dass irgendwas nicht passt. Hast du es gemerkt von, weiß ich nicht, bist du mit Herzfrequenz gut gelaufen? Hast du das bei den Wattwerten gemerkt? Messt man überhaupt Wattwerte? Oder wie vergleichst du das, was du beim Rennen gehabt hast, mit deinem Training? Also hast du da irgendeine Bezugsgröße? Ja, Herzfrequenz habe ich extra beim Bewerb nicht drauf, da, weil ich es nicht unbedingt sehen wollte, wie hoch das der Puls ist. Das habe ich öfters bei Laufbewerben, habe ich auch einmal so, oder auch bei den Restaurants Austria, habe ich auch, glaube ich, nie einen Puls gut tun gehabt, weil das Ganze auf und runter da mich einfach dann nicht mehr interessiert hat und es macht eh keinen Unterschied mehr. Man muss das eh ein Gefühl haben und auch bei der oder generell Herzfrequenz ist zwar zum Training, finde ich es nicht so schlecht, aber beim Bewerb selber, da weiß ich sowieso nicht, wenn ich jetzt Puls 180 habe, halte ich das jetzt eine Stunde aus oder halte ich das nur 45 Minuten aus, das kann ich sowieso schwer sagen, wie mir der Tag ist oder so, oder das
ist mir dann auch egal. Das muss ich eh ein Gefühl haben und darum kann ich es schwer vergleichen. Aber volles Karacho. Ja, ja, schon. Halt, man merkt es eh selber vom Schnaufen her, in welchem Bereich, dass man ungefähr unterwegs ist oder einfach vom Gefühl her, was man das, wenn man jahrelang Ausdauersport betreibt, hat man das dann irgendwann erinnern, dass man nicht zu stark übertreibt am Anfang und das ist sie, glaube ich, schon halbwegs gut ausgegangen bei der Mountain Attack jetzt da. Ich habe so gesagt, unter 4 Stunden müsste es sicher gehen, je nachdem 3:30 war schon so Idealziel, was ich gehabt habe, weil ich gewusst habe, ich bin daheim auch im Training einmal nicht ganz so viel Höhenmeter mit weniger Distanz gegangen und da habe ich ungefähr 3:30 gebraucht. Und dachte, ja, das war schon ideal, wenn sie das ausgeht und das ist sie dann auch ausgegangen. Und ja, ob ich jetzt, wenn ich Corona nachher nicht gehabt hätte, ob ich dann nur ein wenig schneller gewinnt. Also das kann ich nicht sagen. Also glaube ich, ja, fast nicht. Du kannst dir nächstes Jahr nochmal teilnehmen und dann kannst du schauen, ob das dann besser funktioniert. Ja, genau. Wir brauchen Vergleichswerte. Muss ich auf wichtig. Alle Fälle, weil man die ganze Ausrüstung auch kauft. Das kostet auch alles so ganz gut. Das muss ich auszahlen. Und es ist ein richtiger cooler Bewerber und so. Und, ja. Es ist, ja. Ist der eigentlich ausverkauft? Ja, ist auch irgendwie ausverkauft. Also muss man auch Anmeldestart dann gleich anmelden und dann kriegt man Platz und fertig. Und vorher auch wieder so, ja. Es ist auch gut gebucht. Und ja. Aber das heißt, du hast für deine Zukunft eh auch schon wieder ambitionierte Pläne, weil wenn du das Race Across Austria dieses Jahr wieder machst und dann nächstes Jahr wieder die Mountain Attack, dann sag ich einmal, ist dein nächstes Jahr eigentlich eh wieder relativ gut gefüllt, oder? Ja, sicher. Also, langweilig wird es nicht, nein. Gibt genug. Also wird nicht fahren. Und das und eben gerade die Abwechslung macht es ja richtig spannend. Also wenn man konnte mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, wenn man nur mehr eine Sache macht, wenn man nur Radfahren darf, war man es ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig. Wenn man nur laufen darf, war es auch nichts. Wenn man nur Skiberg stehen kann, da nicht, weil was tust du denn im Sommer? Also ein wenig die Mischung geht im Sommer nicht, ja. Aber geht Laufen eigentlich wieder? Oder ich meine, du hast ja gesagt, du hast es danach immer wieder mal probiert und es ist immer wieder gekommen. Geht es mittlerweile? Mittlerweile geht es schon wieder, ja. Mach ich schon wieder. Jetzt natürlich auch wieder nicht mehr und jetzt in der direkten Mountain Attack Vorbereitung bin ich auch weniger gelaufen, wobei ich habe schon einige so Trainings schon auch beim Laufen absolviert und so und das hat eigentlich schon wieder hin. Wie sehr oder wie lange ich wieder laufen kann, weiß ich noch nicht. Aber heuer ist auch das Reserand Austria das Hauptziel. Ich habe zwar tatsächlich mich überreden lassen, dass ich beim Transitbergmarathon nochmal wieder starte auf der Halbdistanz. Weil ich mein Freund am Mittelauf und so. Aber das werden wir gemütlich angehen. So behaupte jetzt einmal. Aber dazu muss man sagen, das sagst du jetzt und dann, wenn die Starting ertönt, dann. Ja. Aber ich meine, du hast dann eh wieder dieses Jahr Laufen, Radfahren, Mountaineering, also ist eh wieder facettenreich. Facettenreicher geht es ja fast gar nicht. Und irgendwie, ich glaube, mehr zeitlich unterzubringen wird dann sowieso eine Herausforderung. Also das ist eh wahrscheinlich schon am Limit, würde ich sagen. Oder? Ja, genau. Aber bei der Zeitaufwand ist beim Skitouren gehen natürlich mit Hinfahren und Heimfahren auch schon wesentlich höher, als wenn man nur daheim ein bisschen aneinander läuft und so. Das ist so. Das ist der Nachteil davon, ja. Und selbst Radlfahren ist selbst Radlfahren, so geil der Sport ist, aber Ultra-Radfahren ist halt doch nochmal intensivst, weil ich habe deine Race Across Austria ein bisschen so über Strava verfolgt und du hast ja schon wahnsinnig viel Zeit am Sattel verbracht. Also das darfst du halt auch nicht unterschätzen, dass solche Leistungen halt auch nicht damit abgetan sind, dass du irgendwie 10 Stunden die Woche ein bisschen Radl fährst. Ja, war letztes Jahr war schon sehr, sehr intensiv, da sind wir immer viel lange Touren vorher gefahren und so. Aber ich sage mal, das weiß ich gar nicht, ob ich das heuer auch wieder genauso machen muss wie letztes Jahr, weil glaube ich ja sogar, dass wenn man es ein bisschen gezielter macht, genau dasselbe Ergebnis rauskommt oder sogar ein besseres Ergebnis rauskommt. Und ich habe es halt letztes Jahr gemacht, eben weil es erstmal Spaß macht, aber ich brauche keine 400er, was wir letztes Jahr mal gefahren sind, muss ich nicht aus Restaurant Austria Training fahren. Das habe ich gemacht, weil es Spaß macht oder weil man es halt einmal wissen wollte, aber ja. Mal schauen, was her daherkommt, aber
so unbedingt muss man das gar nicht machen, was es war, das geht. Ja, der Charlie sagt immer, man macht die Dinge einfach nur, weil man sie kann. Und warum nicht? Ich meine, wenn sowieso dein Antrieb so der Spaß an der Sache ist, und warum nicht, sage ich dann, wenn du Zeit hast, wenn du die Möglichkeit hast, go for it. Das Training muss Spaß machen, genau. Man macht es ja nicht für irgendeinen Bewerb alleine trainieren. Das ist sicher, macht ein Bewerb, hat man dann schon einen gewissen Ehrgeiz mehr, aber in erster Linie macht das Training selbst Spaß, eben mit Freunden, mit Radfahren, alleine sind wir irgendwo am Berg ein wenig aufgequält oder so, aber es Spaß macht und nicht, weil es sein muss. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist gerade beim, also da ist vom Spaßfaktor her, ist ja, ich glaube, das Skibergsteigen am höchsten anzusiedeln, oder? Weil das ist halt am meisten Erlebnis, oben da ja Spaß im Zusammenhang, weil gerade so Radlfahren trainieren daheim auf der Rolle, ich meine, ja, wenn du per Discord mit anderen zusammengeschalten bist und nebenbei blöd redst, ja, aber also 4 Stunden im Keller sitzen und auf der Walzen fahren, ist jetzt spaßtechnisch schon überschaubar. Das kommt davon, vielleicht bist du ein Masochist, dann. Dann macht es auch keinen Spaß, dann genießt du einfach das Leiden. Ja, das ist eben auch draußen, das ist auch draußen fahren einfach lustiger. Mit Freunden 4 Stunden oder 6 Stunden draußen fahren ist auch viel lustiger. Als wie das andere. Ja, aber da gibt es Wind. Wind? Und Verkehrsteilnehmer andere, ja. Ja, genau. Aber ja. Ja, und Leid. Also die Welt ist ja schön, aber die Leid. Da war Mama Budu. Ja. Ja. Das heißt, du hast tatsächlich ein knackvolles Programm eigentlich, also so im Winter was vor, im Sommer was vor, vielleicht kommt Laufen jetzt auch wieder so ein bisschen um die Ecke. Fahrt wird da ja offensichtlich nicht. Nein, gar nicht. Aber wie gesagt, das im Abwechslung macht nichts und alles auf einmal geht auch nicht. Man muss sich dann schon auf irgendwas fokussieren, was man sagt, das ist jetzt wichtig. Jetzt war eben das Mountain-Attack. Da kommt jetzt dann noch ein paar Sachen, kann man nicht noch mit Skitouren gehen und so. Und dann halt ab, keine Ahnung, Mai spätestens wird das Radfahren intensiviert werden und halt dazwischen als Ausgleichslaufen oder so werden. Oder. Aber ja, das Laufen wirklich nur zum, dass man halt einen Ausgleich hat, halt, dass man halt, es ist, und ich hoffe, das funktioniert ja wieder, dass man, dass ich wieder ein paar Mal in der Woche 10 Kilometer laufen kann, ohne dass man was weht wird. Das hat die letzten Jahre nicht funktioniert und das ist schon wieder das Ziel eben mit ein bisschen Stabi-Training und so. Müsste das schon kloppen. Ich glaube, dass sich die Sportarten gut gegenseitig ergänzen, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt auch die Uphill-Athlete. Da hat der Kilian eh auch mitgeschrieben, wo es halt auch um genau das geht. Und ich glaube davon, jetzt das Radfahren natürlich nicht, aber generell von dem, glaube ich, könntest du auch wahnsinnig profitieren. Das Buch habe ich liegen, ja genau. Das habe ich jetzt in den nächsten paar Tagen auch ein bisschen Zeit, dass ich es lesen kann, ja. Ja, sehr gut. Ich habe das die letzten Wochen gelesen, das ist echt super spannend und habe durchaus viel gelernt. Ja. Ja, voll. Peter, ja. Hast du noch Fragen, die du loswerden willst, Dinge, die du erwähnen willst? Ist nicht? Nein, ich bin für heute glücklich und zufrieden. Alle meine Radfahrfragen werden ja, wie schon erwähnt, in einem anderen Podcast dann beantwortet werden. Und über die zukünftigen Ereignisse und freudigen Zieleinläufe, wenn es so viel sind, dass sie wieder für eine Folge auszahlt, dann holen wir ihn halt wieder. Ob er will oder nicht. Ach so. Wir wissen ja, wo er ungefähr wohnt. Ja. Ja, schauen wir mal. Vielleicht geht es ja mal gemeinsam mal Laufrunden aus. Ja, das war mal wieder. Das wäre super. Da sind wir dabei. Da machen wir einfach einen Flaschendrehlauf in Linz. Ja, genau. Das gehört einmal wieder. Du musst so ein bisschen warten auf uns, weil ganz können wir nicht mithalten mit dir. Aber beim Laufen, glaube ich, da bin ich nicht vor euch. Nein, das, ja. Das muss ich mir was aufbauen. Der Spaß in der Sache, das passt schon. Mhm. Ja, dann
Im Zweifelsfall kriegt er einen Rucksack umgehängt mit der ganzen Verpflegung. Dann ist er schon wieder gleich langsam wie wir. Das stimmt. Steigendosenbier. Genau. Ja, genau. Dann auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dass du uns einen Einblick in dein facettenreiches Sportleben gegeben hast. Und bis bald. Ja. Ja, danke, dass ich Gast sein dürfen habe und dass ich mir, ja, dass ich echt da meine so Geschichten verzählen können habe und so. Und schauen wir mal, was sich noch ergibt die nächsten Jahre. Ja, hat mir ja voll völlig gefreut, ja. Passt. Danke. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.